Translation Team und wir werden den Talk aus dem Englischen ins Deutsche für euch übersetzen. What you can do wrong if you're using secure crypto primitives. Unser nächster Vortrag beschäftigt sich damit, was man alles falsch machen kann, wenn man Kryptoprimitive verwendet. Und um euch darüber mehr zu erzählen, haben wir Florian und Lukas. So, good morning and thank you for waking up. Guten Morgen, vielen Dank, dass ihr aufgewacht seid. Wir fühlen uns geehrt, diesen Vortrag zu halten nach Daniel Bernstein und Anja Langer. Und wir möchten ein paar Punkte herausstellen, die vielleicht in dem Vortrag nicht so ganz klar sind. Wir finden beweisbare Sicherheit gut und Audit Goldreich ist ein sehr guter Kryptographer. We'll give a short motivation, what you want to have. Wir werden den Talk folgendermaßen organisieren. Wir werden zuerst erklären, warum wir das machen. Anschließend werden wir euch Beweise und Modelle zeigen. Strange stuff happens und if you use die anschließenden zwei Punkte drehen sich über Sachen, die so passieren können, wenn ihr die ersten zwei anwendet. Anyone, from the most clueless amateur to the best cryptographer, can create an algorithm that he himself can't break. It's not even hard. Zitat von Bruce Schneier. Jeder selber der völlig ahnungsloseste Programmierer, der sich mit Krypto beschäftigt, kann einen Algorithmus erschaffen, den er selber nicht knacken kann. Das ist nicht hart. Das heißt, das Überwinden eines Algorithmus heißt nicht, dass der Algorithmus an sich sicher ist. Lars Knudsen sagt, wenn es vielleicht sicher ist, dann ist es vielleicht nicht sicher. Ich bin mir sicher, Gret, ihr kennt dieses Beispiel, das elektronische Codebook-Mode ist ein Verschlüsselungsverfahren, bei dem ihr jeden Block mit sich selbst kombiniert. Und es ist insofern sicher, als der Output so ausschaut, dass jeder Block anders ausschaut als der Input-Block. Jedoch ist die Gesamtheit des Outputs nicht ganz das, was wir unter sicherer Verschlüsselung verstehen. Ein bekannteres Beispiel ist der Cipher-Blocks-Chaining-Mode und wir beginnen mit Klartext, der durch den Verschlüsselungsschritt wir verwenden den verschlüsselten Text aus einem Block. Wir wenden eine XOR-Transformation an gemeinsam mit dem Key und erhalten daraus den Klartext. Wenn ihr mehr über CBC erfahren wollt, dann solltet ihr euch den Talk von Hanno über TLS 1.3 anschauen. Das Problem damit ist, dazu muss ich aber erzählen, was Orakel sind. Ein Orakel meint, dass wir einen Teilnehmer haben, der einen Input entgegennimmt, der einen wohldefinierten Output antwortet und der selbst nichts weiter damit anfangen kann. The padding of the plain text is correct, which means dieses Verfahren nimmt einen verschlüsselten Text als Input, wendet eine Transformation an. Oracle which tells you this information is enough to break the complete ciphertext because you now can just guess one byte after another. Das Anwenden dieses Orakels auf den Verschlüsselungsalgorithmus wird uns den Schlüssel zeigen, weil wir aus der Transformation den Schlüssel raten können. Um zu verstehen, ob der Algorithmus sicher ist, müsst ihr verstehen, was der Algorithmus mit dem Klar- oder Ziffertext macht, und dann könnt ihr beweisen,
ob der Algorithmus sicher ist oder nicht. Vielleicht habt ihr schon mal vom P nach NP-Problem gehört. Ihr könntet relativ reich werden, wenn ihr die Antwort auf die Frage weißt. Und ihr könnt beweisen, dass das sicher ist, und zwar auf folgende Weise. Die Frage lautet, ist der String auf der linken Seite eine Verschlüsselung der Ziffer 0? Und ihr könnt das dadurch beweisen, dass ihr einen String zeigt, der Teil von NP ist. It's hard to do without. Aber es ist schwierig, das ohne ein Key, ohne ein Beispiel zu zeigen, das nicht Mitglied von MP ist. Wenn ihr es könntet, wärt ihr reich und berühmt. Machst du mal? So, we have to do some assumptions. Das heißt, wir müssen ein paar Annahmen treffen. Florian wird euch jetzt darüber erzählen. Guten Morgen. Now, many of you viele von euch kennen wahrscheinlich RSA. Ich habe das mal hier angeschrieben, eine kleine Version davon. Es ist relativ bekannt, dass man hier zwei große Primzahlen P und Q haben. Dann multipliziert man, kriegt N, dann nimmt man einen Exponenten. Ich habe den einfach mal auf 3 gesetzt in diesem Beispiel. Das ist alles, was man braucht für einen öffentlichen Schlüssel. Es ist ein bisschen kompliziert, den geheimen Schlüssel zu bestimmen. Wenn man das hat, dann ist die Verschlüsselung einfach, dass man den Plaintext nimmt und hoch E nimmt. Nimmt man durch Modulo N. Falls ihr euch nicht erinnert, das ist einfach, wir nehmen den Rest bei Division durch N. Also alle Beispiele, die wir hier zeigen, werden wahrscheinlich ein Modulo drin haben. Und die Verschlüsselung ist nicht so besonders schwer hier. Und die Verschlüsselung, Entschlüsselung ist genau das gleiche. Wir nehmen bloß den privaten Schlüssel stattdessen. Das werden wir euch jetzt zwar nicht zeigen, aber das gibt einem das. Die übliche, den ursprünglichen Text. RSA ist nicht sicher. RSA ist nicht sicher, wenn Primzahlen nicht faktorisierbar sind, sondern es braucht noch was Stärkeres, nämlich die RSI Factoring Assumption. Es ist, die Annahme ist in etwa, RSA ist sicher, falls RSA sicher ist, aber diese Art und Weise, RSA zu machen, ist tatsächlich nicht sicher. Bloß, weil, dass man nicht den ganzen Plaintext extracten kann, heißt nicht, dass man nicht vielleicht den halben Plaintext erraten kann. Und das ist natürlich schlecht, weil wenn man auch nur das erste Byte lesen kann, kann es schon sehr viel bedeuten. Es gibt noch viel mehr Probleme mit RSA, wenn man zum Beispiel kleine Zahlen verschlüsseln möchte, dann dann haben wir. You can simply throw the cube root at it and you get. Falls wir kleine Zahlen verschlüsseln, dann können wir einfach eine dritte Wurzel ziehen und dann schauen, ob da was Sinnvolles rauskommt. Und wenn ja, dann hat man. Dann hat man eine kleine Zahl direkt wieder. Ich werde ja eigentlich RSA nicht direkt mein Zeug verschlüsseln, aber das würde man auch in der Realität machen. Aber wenn man darüber nachdenkt, sagen wir, wir benutzen 256 Bit für AES. Und wir sagen, wir benutzen nur
1024-Bit für RSA. 256 mal 3 ist immer noch kleiner als 1024. Dieser Angriff funktioniert dort also perfekt. Means that you really have to be careful with RSA and also it's a deterministic scheme. If you have an idea, außerdem es ist deterministisch, falls man eine Idee hat, was der Plaintext sein könnte, dann kann man es einfach selber verschlüsseln und schauen, ob es there are secure versions of RSA or und schauen, was, ob das Richtige rauskommt. Es gibt Versionen von RSA, die funktionieren, aber normalerweise ist es relativ schwer, RSA zu benutzen. Die häufige Idee, zu signieren, indem man den Text mit dem Secret Key verschlüsselt, aber das funktioniert so nicht. Ich kenne auch kein Verschlüsselungsverfahren, bei dem das anders ist. Wir schauen uns El-Gamal an und selbst da, wenn man eine schlechte Gruppe wählt, dann hat es große Probleme. Wenn ich ein Bit deines Plaintext errate, kann ich den kompletten Klartext recovern. Und ja, das trifft zu, wenn ich einen zufälligen Input eines Ziffertexts nehme und I've heard this several times that where people made this claim, maybe they even knew it. Wenn ich einen kleinen Pool habe, dann kann ich den Klartext einfach raten. Das Ergebnis ist verletzliche Algorithmen oder verletzliche Implementierungen überall. Daraus folgt, dass wir eine verwendbare Definition brauchen, die uns sagt, was sichere Verschlüsselung tatsächlich ist. Eine alte, leider unbrauchbare Definition ist die semantische Sicherheit. Wenn der verschlüsselte Text und der öffentliche Schlüssel gegeben ist, dann ist es unpraktisch, irgendetwas über den Klartext herauszufinden, abgesehen von seiner Länge. Wir können jetzt natürlich etwas sicher nennen, wenn es semantische Sicherheit bietet. Das Problem dabei ist, dass es uns nicht ausreicht. Wir haben eine zweite Forderung, die nennt sich INDCPA. Das ist jetzt die umgangssprachliche Version, aber am Schluss kommt alles trotz, wenn du der Angreifer bist, weißt, und zwei Stücke Klartext raten kannst und du kannst das beliebige Stück Klartext dem Verschlüsselten geben, der Verschlüsselte antwortet mit dem verschlüsselten Text. Die Forderung lautet, dass du nicht in der Lage sein darfst, den Klartext daraus herzuleiten. Alles, was bessere Performance als das reine Raten, also eine Wahrscheinlichkeit von 50% liefert, ist ein Problem für die Sicherheit. Und leider bringt uns das zum Problem, dass wenn du INT-CPA-Sicherheit beweist, hast du bewiesen, dass es nur semantisch sicher ist. Das ist aber nicht ausreichend für das, was du für verschlüsselte Sicherheit, für sichere Verschlüsselung fordern solltest. CBC-Mode liefert uns semantische Sicherheit. Und das Padding-Orakel, das heißt also aus dem mithilfe des Padding-Attacks den Klartext herzuleiten, ist nicht Teil der Definition semantischer Sicherheit.
Eine sehr bemerkenswerte Variante der Angriffe sind Side-Channel-Angriffe. Und diese Angriffe können dazu führen, den Schlüssel zu erfahren, einfach durch Zeitmessung auf dem Side-Channel. Das bedeutet für uns, dass wenn ein Verschlüsselungsverfahren an sich sicher ist, reicht uns das nicht. Es muss auch sicher sein gegen andere Formen der Angriffe. Und wenn wir auch das in unsere Definition einbauen, dann erhalten wir eine Definition, die wir als sicher betrachten können. Wir spielen jetzt reduzieren. Wir können keine absoluten Beweise führen, die ohne Annahmen ausführen. Das heißt, wir brauchen eine Reihe Annahmen. Und Annahmen formulieren wir in der Art eines Spiels. Das Spiel schaut so aus, dass wir eine Aufgabe definieren, zum Beispiel, das kann die Aufgabe lauten, hier ist ein mit RSA verschlüsselter Text, die Aufgabe lautet, gib mir den Klartext zurück. So for example, this might be an attacker on the NCPA security of an encryption scheme. Zum Beispiel könnte ein Angreifer auf das nach dem INT-CPA-Beweis dieses Spiel mitzuspielen, indem er die ausgesprochene Herausforderung nach den Regeln des Spiels zurückliefert. Back into something that the original assumption challenger would accept as a break of the assumption. And since we believe that there is no way to break the assumption and we demonstrated wir müssen die Annahmen so definieren, dass die Annahmen an sich nicht angreifbar sind. Wir gehen davon aus, dass das Schema an sich angegriffen werden muss und um das konkret zu betrachten, werden wir jetzt ein Verschlüsselungsverfahren namens El-Jamal betrachten, von dem wir annehmen, dass es bei Design sicher ist. Wir beginnen mit P und Q als Primzahlen mit speziellen Eigenschaften. P muss zweimal Q plus 1 sein und Q muss größer 2 sein. Wir werden die Gründe dafür nicht erklären. Wir brauchen einen Generator, den wir G nennen, den definieren wir als 4. Jetzt führen wir verschiedene Operationen auf die Exponenten durch und unsere Exponenten sind Modulo Q. Wir führen Operationen auf die Basis durch, die immer Modulo P sein müssen. Um das mathematisch sauber darzustellen, definieren wir ZQ als die Menge von 0, 1 bis Q minus 1. El-Jamal funktioniert so, dass ein Schlüssel erzeugt wird. Der Key-Generator wird sich einen zufälligen Exponenten aus der Menge ZQ aussuchen und anschließend G hoch X ausrechnen. Und das Ergebnis davon ist der öffentliche Schlüssel. Wir gehen davon aus, dass die Umkehrfunktion von G hoch X unpraktisch schwierig
auszurechnen ist. Deswegen gehen wir davon aus, dass es schwer anzugreifen ist. You pick another random integer r. Die Verschlüsselung an sich ist unpraktisch, aber durchführbar. Wir wählen ein zufälliges r aus zq. Und jedes für jeden Verschlüsselungsvorgang wählen wir ein anderes a. Wir wählen g hoch r, dann wählen wir den öffentlichen Schlüssel g hoch x und rechnen g hoch x hoch r und anschließend multiplizieren wir mit dem Klartext m. Mehr müsst ihr nicht tun, um das mit Elgar mal zu verschlüsseln. Schließlich die Entschlüsselung. Wir nehmen den resultierenden verschlüsselten Text g hoch r g hoch x hoch r mal m. Wir transformieren den in der Weise, dass wir das Verfahren praktisch umdrehen in g hoch rx mal m mal g hoch r hoch minus x. Das gibt uns nach der Transformation m mal g hoch rx minus rx. Das ist also gar nicht so schwierig. Wir brauchen trotzdem noch eine Annahme, auf deren Basis wir beweisen können, dass Elgar mal sicher ist. Wir führen nun die DDH-Annahme ein und die Annahme lautet, dass für ein beliebiges XYZ aus der Menge ZQ soll gelten, dass g hoch x, g hoch y, g hoch z, dass wir zu einem Diffie-Hermann-Tripel sagen können, ob es ein echtes Diffie-Hermann-Tripel ist. Und um das jetzt zu beweisen, benutzen wir die Spielstruktur, die wir vorhin gesehen haben. So sieht die Struktur aus. Wir kriegen ein Tripel zum Übersetzer und am Ende kriegen wir ein B, und was sagt, ob das ein echtes Diffie-Hermann-Tripel ist. So, hier sehen wir einen öffentlichen Schlüssel g hoch x zum Elgamal-Angreifer. Dann kriegen wir M0 und M1 als mögliche mögliche Plaintexte. Dann wählen wir zufällig einen davon aus. Und dann nehmen wir g hoch y statt g hoch x und g hoch z anstatt g hoch rx. Also das gleiche, bloß halt modifiziert. Das sieht so aus wie ein Elgamal-Ciphertext. Und dann schauen wir uns, dann kann es irgendwas tun und am Ende kriegen wir einen B-Strich. Darüber wissen wir dann, welcher der beiden Plaintexte ausgewählt worden. Worden ist und dann gehen wir das einfach wieder weiter und dann haben wir geraten, ob es richtig ist. Also sagen wir, der Angreifer hat eine Erfolgsrate von 1,5 plus Epsilon. 1,5 ist zufälliges Raten und wenn der Angreifer besser als Zufall ist, dann gibt es 1,5 plus Epsilon. The case 50% of the time. Falls x mal y gleich z ist, dann ist es perfekt. Wir haben g hoch x ist zufällig, g hoch y auch völlig zufällig.
equal to x g to the x. Hier ist g hoch z gleich g hoch x hoch mal y. Perfekt in der Simulation. Also kriegen wir hier einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit des Angreifers. Falls das nicht der Fall ist, dann ist g hoch z nichts, hat nichts mit g hoch x mal y zu tun. Das heißt, der verschlüsselte Text wird auch keine Korrelation zu irgendeinem der beiden Plaintexts haben. It's only possible to get a success rate of 1/2. Das heißt, hier kriegen wir bloß eine Erfolgsrate von 1/2. Either of these have a probability of occurring of 1/2. We simply compute the mean. Weil beides ungefähr. Weil beides 1/2 Wahrscheinlichkeit hat, sehen wir, dass wir am Ende 1/2 plus Epsilon halber rausbekommen. Das heißt, wenn wir einen Elgamal-Angreifer haben, dann kriegen wir daraus einen Elgamal für die Diffie-Hellman-Assumption. Und dann kriegen wir, falls Epsilon nicht vernachlässigbar ist, dann ist Epsilon halber auch nicht vernachlässigbar ist. Das heißt, wir kriegen auf diese Art und Weise einen Diffie für die Diffie-Hellman-Challenge. Und wenn wir, das heißt, andersrum, wenn wir annehmen, dass Diffie-Hellman sicher ist in diesem Respekt, dann wissen wir auch, dass Elgamal sicher ist. So, was kriegen wir daraus? Naja, es ist ein bisschen komisch, diese Annahme, aber was kriegen wir daraus? Aber wir sehen, dass die Annahme ein bisschen weniger komplex ist, aber nicht viel. Hier seht ihr eine alte Version des TLS-Handshakes. Was ihr hier seht, ist wahrscheinlich zu kompliziert, um es zu sehen, weil es zu klein ist, aber das ist gerade der Punkt, den ich machen möchte. Small, simple, well understood. Falls wir die Sicherheit hiervon reduzieren können auf eine simple Annahme, dann ist das eine gute Sache. Es gibt viele Sachen, die auf die DDH either all schemes are broken or none of them, but we have Annahme. Und was uns das gibt, ist, dass jeder auf die DDH Annahme gehen kann. Und so sind entweder alle Schemata kaputt oder keins. Das ist für gestern wurde über Post-Quantum-Kryptographie geredet und solche Schemata hier können helfen, um alles zu widerlegen. Wenn man mehrere Annahmen hat, dann ist es vielleicht dann ist das komisch, weil wenn man mehrere Sachen, falls man mehrere Dinge kombiniert, dann kann man durch diese Reduktion zeigen, dass man keine zusätzlichen Verwundbarkeiten eingeführt hat. Also, zurück zu der Definition von Sicherheit. Was ihr gerade gesehen habt, war ein spielbasierter Beweis. Ist relativ intuitiv. Diese Art sind normalerweise einfacher als die Alternative. Es gibt Ausnahmen, aber sie haben häufig weniger intuitive Bedeutung. Ich habe bloß eine kurze Definition von NCPDA und anderer Sicherheit gegeben. Semantischer Sicherheit. NCPDA war ein bisschen komisch, aber semantische Sicherheit war relativ klar. Das heißt, spieldefinierte Definitionen sind manchmal ein bisschen komplizierter und schwerer zu verstehen, was sie tatsächlich bedeuten. Ab irgendeinem Punkt skalieren die aber nicht mehr gut. Und das ist die simulationsbasierten Beweise. Wir definieren da eine ideale Funktionalität mit einem vertrauten Teilnehmer.
Und dann schauen wir, dass, sagen wir, dass die Verbindung zu allen komplett sicher ist. Und falls sie komplett genauso sicher sind wie dein eigenes Protokoll, dann haben wir was, einen klaren Beweis. Das sind normalerweise ein bisschen intuitiver, aber leider sind sie auch etwas schwerer durchzuführen. Insbesondere bei denen, wobei das vielleicht daran liegt, dass die Schemata, die man beweist, komplizierter sind, werden auch die Beweise komplizierter. Irgendwie gibt es manchmal Beweisartefakte, zum Beispiel öffentliche Schlüssel, für die niemand einen geheimen Schlüssel hat. Das klingt komisch, aber manchmal sind sie doch sinnvoll. Es ist zwar unklar, warum, aber manchmal sind sie halt doch wichtig. Und das sind eins der Probleme mit diesen simulationsbasierten Spielen. Am Anfang habe ich RSA erwähnt und habe auch erwähnt, dass es sichere Versionen von RSA gibt, dass sie aber etwas mehr Arbeit erfordern. Und Hash-Functions sind ein wesentlicher Bestandteil dieser zusätzlichen Komplexität. Hash-Functions transformieren eine Zeichenkette beliebiger Länge in eine zufällig ausschauende Zeichenkette fester Länge, die kompliziert ausschauen. Ich sage, dass sie kompliziert ausschauen oder dass sie zufällig ausfallen. Hash-Funktionen ist gemein, dass sie einfach ausschauen, aber wirklich kompliziert sind. Ein paar der Probleme, die wir mit Hash-Funktionen haben, sind, dass die Probleme nicht mit den Standardverfahren, sondern auf den eher seltsamen Eigenschaften. Wenn wir uns Hash-Funktionen nähern wollen, verwenden wir ein Zufallsorakel. Wir definieren einen Zwerg. Der Zwerg lebt in einer Schachtel. Und den Zwerg kann man was fragen. Und man kann ihm einen Hash geben. Und der Zwerg wird verlässlich immer dieselbe Antwort auf dieselbe Frage geben. Für den Fall, dass er die Frage noch nie gesehen hat, wird er eine zufällige Zahl als Antwort liefern. Das einzige Problem dabei ist, dass noch niemand eine solche Schachtel mit diesem speziellen Zwerg drin gefunden hat. Und es wäre zwar schön, wenn man jedes Mal, wenn man einen Hash wollte, immer zum Zwerg gehen könnte. Und das wirkliche Problem dabei ist aber, dass es keine gültige Abstraktion einer Hash-Funktion ist. Ich werde euch jetzt gleich zeigen, was das Problem damit ist. Gehen wir davon aus, dass wir ein sicheres Verschlüsselungsverfahren haben. Und gehen wir davon aus, dass H entweder eine Hash-Funktion sei oder ein Zufallsorakel. Dann verwenden wir den Schlüsselerzeugungsalgorithmus von vorhin, der ein Schlüsselpaar erzeugt. Und wir verwenden den Secret Key, um eine verschlüsselte Nachricht zu erzeugen. Wir verändern die Verschlüsselung wie folgt. Wenn die Nachricht M wie Programmcode ausschaut, dann führ den Code aus auf den gelieferten zufälligen Input X. Wenn das Ergebnis der Ausführung, der Evaluierung von M von X ungleich dem Verschlüsselungsergebnis von H von X ist, dann nimm nur den Verschlüsselungstext, sonst verwende den geheimen Schlüssel als Schlüsseltext. Das klingt jetzt
extrem komisch, aber ihr werdet gleich sehen, dass das für ein Random Orakel, für ein Zufallsorakel ein sicheres Verfahren der Verschlüsselung ist, dass es aber ein unsicheres Verschlüsselungsverfahren ist, wenn ihr eine Hash-Funktion verwendet. Der Grund dafür liegt darin, dass das Orakel zuverlässig einen Zufallswert zurückliefert, wenn es eine Frage sieht, die es vorher noch nie gesehen hat. Das trifft leider auf eine Hash-Function nicht zu. Und in diesen Fällen würde man von der Hash-Funktion den geheimen Schlüssel zurückerhalten. Deswegen können wir daraus schließen, dass die Verwendung einer Hash-Funktion in dieser Art der Verschlüsselung zu einem unsicheren Algorithmus führt. Dazu zitieren wir Goldreich. Es sollte klar sein, dass die Methode des Zufallsorakels nicht sicher ist. What happens with the random oracle model reminds us of the biblical story. Tatsächlich, das, was dem Zufallsorakel passiert ist, erinnert uns an die biblische Geschichte der bronzenen Schlange. Die Geschichte erzählt uns von dem Verfahren, in dem eine an sich gute Sache ein Fetisch, ein Idol werden könnte und was, wie wir uns in einem solchen Verhalten sollten. Wiederum andere haben dazu gesagt, wenn einer der führenden Experten der Welt sein volles Wissen einsetzt, um die Gültigkeit dieses Orakels in Frage zu stellen, und wenn diese schadhafte Annahme das beste Ergebnis ist, zu dem er kommen kann, dann ist vielleicht Zuversicht darin erlaubt, das Zufallsorakelmodell für sicher zu halten. Das alles führt dazu, dass wir am liebsten das Zufallsorakelmodell loswerden würden. Also, was haben sich die Leute einfallen lassen? Sie haben sich ein Verfahren einfallen lassen, in dem das Zufallsorakelmodell keine Rolle mehr spielte, aber dafür andere Seltsamkeiten aufwies. Wie zum Beispiel die Boni-Boyen Signatures. H hoch X versus R von Ger und einen sehr, sehr komplizierten Exponenten. Under your new generated key for the same message. And maybe that's not a problem in your specific Vielleicht ist das für deinen speziellen Anwendungsfall kein Problem, aber du musst dir klar darüber sein, dass es im Prinzip passieren kann, wenn du diese Typen von Signaturen verwendest. Ein anderes Beispiel dieser Signature-Probleme ist, dass man im einfachen Modell zwei Komponenten hat und im zweiten Verfahren eine schwierig auszurechnende mathematische Formel hat, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ein Programmierer das mathematisch falsch abbildet, sehr hoch ist, was dann dazu führt, dass der Algorithmus an sich schwach wird. Das heißt, wir haben jetzt also zwei Alternativen. Wir können entweder das einfache Verfahren wählen, das zuverlässig zu implementieren ist, oder wir können das komplizierte Verfahren, das an sich sicher ist, aber schwierig zu implementieren ist, wählen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, es durch die Implementierung zu schwächen. Das führt uns zum nächsten Verfahren, wie wir zu beweisen versuchen, ob ein Verfahren sicher ist oder nicht. Wir begegnen wieder Alice und Bob und Alice wählt R zufällig. Alice wird als
Als Beispiel wird Alice eine Nachricht verschlüsseln, den Inhalt der Nachricht aber nicht mitteilen. Als Beispiel schreibt Alice ihren Klartext auf, schmeißt den Geldschrank, sperrt zu, gibt Bob den Geldschrank. Wenn Bob die Kombination weiß, kann er den Schlüsseltext ableiten. Unsere Annahmen sind hier, sobald Alice die Nachricht verschlüsselt, also den Safe zugesperrt hat, sollte sie nicht in der Lage sein, im Falle Commitment, Selbstverpflichtung, M wieder zu ändern. Und zweitens, Bob darf nicht in der Lage sein, aus C irgendetwas über M abzuleiten. Das eine nennen wir Commit, Selbstverpflichtung, das andere nennen wir Unveil. Nehmen wir also an, wir haben jetzt dieses sichere Verfahren und daraus bauen wir jetzt wieder ein etwas komplizierteres Verfahren. Wir wollen wissen, ob eine Nachricht, die Alice ausgewählt hat, größer ist als eine andere Nachricht, die Alice ausgewählt hat. Alice schickt die Nachricht C an Bob, Bob schickt C' zurück, Alice schickt M und R an Bob und Bob schickt M und R' zurück. Nun haben wir das Problem, dass der böswillige Mallory am Spiel teilnimmt, der auch wieder C und MR empfängt. Jedoch böswillig wird er antworten mit veränderten Werten, nämlich als Antwort auf C, C' als G mal C und als Antwort auf MR als M plus 1, R. Ein falsches Verhalten in diesem Fall kann dazu führen, dass unser Protokoll beweisbar schwach wird. Was wir möchten, ist, dass die Definitionen von Sicherheit alle vorstellbaren Eigenschaften abdecken und dass ein Verfahren sicher sein soll, unabhängig von den Umweltfaktoren oder Einwirkungen. Um das zu tun, verwenden wir wieder diese simulations- oder spielbasierten Beweisverfahren. Und dafür verwenden wir eine der Funktionen, die Florian vorher eingeführt hat. Und wir verwenden sie in einer Umgebung, die überhaupt nichts mit dem Protokoll zu tun hat. Und wir gehen davon aus, dass unser Verfahren nicht in der Lage sein wird, mit das zeigt jetzt auf. So we have he is Catholic, so that's why it's trustworthy. So we have wir stellen jetzt also den realen Fall dem idealen Fall gegenüber und wir haben eine vertrauenswürdige Instanz, der wir einen Inputwert übergeben. Im wirklichen Fall werden die Beteiligten das Protokoll verwenden, um das Ergebnis zu kalkulieren. Womit wir uns aber gegenübersehen im realen Fall ist, dass böswillige Angreifer das Protokoll verändern können oder unter Umständen auch auf Beteiligte, Verfahrensbeteiligte einwirken könnten, um das Ergebnis zu verändern. Im Idealfall verwenden wir tell him too much on the messages. Nehmen wir an, wir wollen schauen, dass das für jeden Gegner A
es einen Simulator gibt, sodass in einer beliebigen Umgebung es unmöglich ist, zu schauen, in welcher der beiden Welten es lebt. Wie sieht so eine Funktionalität aus? Wir schauen uns dafür Commitments an. Alice kann die Message reintun. That Alice has committed. Dann later sagt die Funktionalität, dass Bob zu Bob, dass Alice committed hat. Und dann kann man irgendwann sagen, dass es die Nachricht enthüllt werden soll. Und dann kriegt Bob die Nachricht. So, dann schauen wir uns das mal anders an. The environment using the attacker tells dann the corrupted sender to use this commitment. Dann sehen wir hier dieses Commitment. Uses this commitment. Dann wird der kompierte Sender dieses Commitment weitergeben. Dann wird es weitergegeben, die Enthüllung. Und dann kriegt der Empfänger, der kann einfach die Nachricht beantworten. Andersrum ist der Simulator auf der guten Seite. Und der arbeitet zusammen mit der unnetten Party. Die, dann haben wir hier das falsche Commitment und das geht weiter. Die ideale Funktionalität ist verwirrt, weil wir kriegen hier irgendwie eine Nachricht stattdessen. Wir könnten jetzt anschauen, die Nachricht von diesem Commitment rauszukriegen, aber das würde die Sicherheit kaputt machen. Das heißt, es kann kein Commitment-Scheme geben, was diese ideale Funktionalität geben kann. Das ist doof, weil wir denken, dass es sichere Commitment-Schemes gibt. Also was ist eine vernünftige Definition, vernünftige Lösung für das? Na, wir könnten natürlich einen Backdoor. Naja, wir könnten einen Common Reference String einführen. Das ist ein zufälliges, aus einer Verteilung zufällig ausgewählten Verteilung. Aber das existiert nur in der realen Welt. Nehmen wir also an, dass unser Common Reference Strings der Public Key ist und die zwei Generatoren, sodass der Public Key zufällig gewählt worden ist und der geheime Schlüssel zufällig gewählt, niemand den kennt, dann kann alles das gleiche Commitment Scheme benutzen. Sie verschlüsselt die Nachricht mit dem Public Key. Sie beweist mit magischer Kryptographie, dass die Nachricht in beiden das gleiche ist. Und nimmt das als Commitment. Der Simulator kann nun den Common Reference String nehmen, aber er nimmt es nicht von irgendeiner Distribution, sondern nimmt die realen Generationsalgorithmus, aber er macht das so, dass er dann auch einen privaten Key rauskriegt und jetzt kann er die Message-Bits rausnehmen aus den Commitments und es in die ideale Funktionalität tun. Sodass wir den mit dem Common Reference String dieses Verfahren als sicher beweisen können. Das heißt, als wir ECD RPG gegeben haben, wollten sie uns vielleicht nicht nachschlüsseln, sondern vielleicht helfen bei Beweisen. Das Problem ist, diese Common Reference Strings sind halt leider Backdoors.
the probably most sophisticated one, where people actually use complex COM reference strings, involves the cryptocurrency Zcash. Das einzige Mal, in dem so ein Common Reference String benutzt hat, da, das war bei Zcash. Es ist vermutlich gut, aber es muss nicht unterscheidbar sein, aber ob das so ist, keine Ahnung. In anderen Szenarien gibt es, könnte man zum Beispiel nichts in meinem Ärmel zahlen. Die benutzen irgendwelche Sachen, die need some kind of plausibility that nobody knows the discrete logarithm. Ja, jedenfalls, in jedem Fall müssen wir davon ausgehen, dass niemand den diskreten Logarithmus ausrechnen kann oder einfach nur kennt von dieser Zahl. Through SHA-3 and use the output as the other group element, and und that is indeed quite plausible that it's secure. Da nehmen wir einfach, die haben einfach 3 genommen und durch SHA-3 gejagt und das ist schon plausibel, dass das so funktioniert. Die erste Regel, die wir hier raustragen wollen, ist, nicht euren eigenen Krypto zu rollen. Selbst wenn man es schafft, ein Schema in einem Modell als sicher beweisen kann, mag es immer noch nicht sicher sein in der realen Welt. Sicherheit ist schwer und wenn ihr es tut, dann macht wenigstens Beweise und seid euch bewusst über die Shortcomings. But no scheme, no real world scheme that has been keine, secure in it has ever been broken because of the random oracle model. So kein, also das random oracle model ist zwar nicht richtig, aber es gab noch kein Verschlüsselungsverfahren, was so bewiesen worden ist und dann gebrochen worden ist. Falls eure Beweise zu kompliziert sind, damit andere Leute zu lesen, dann lesen sie sie vielleicht einfach nicht. Und das heißt, schreibt lieber einfachere Beweise, denn die sind damit überzeugt man mehr Leute, weil mehr Leute sie verstehen. Mit allen diesen Sachen gesagt, würden wir jetzt gerne Fragen von euch nehmen. Thank you very much for this most excellent talk. We have microphones in the Saal here, so please line up behind them. And to start it off, we have a question from the internet. Okay, can you elaborate why there is such much confidence in DDH assumptions? Könntest du uns bitte erklären, warum du so viel Zutrauen in die DDH-Annahmen hast? Naja, also zum einen, die Leute schauen sich das sehr lang an und wenn Leute sich das schon ganz lange angeschaut haben und niemand was gefunden hat, dann ist es vielleicht sicher. Es gibt noch ein anderes Argument. Es gibt nämlich noch das generische Gruppenmodell. Es formalisiert diese mathematischen Konzepte. Ich habe euch jetzt bloß eine sehr technische Definition des Elgamal-Schemas gegeben. Es gibt tatsächlich eine Art und Weise, es mittels Gruppentheorie zu definieren und dann wird es deutlich einfacher. Und dann sieht man, wie man das im generischen Gruppenmodell macht. In diesem generischen Gruppenmodell sieht man dann, dass es nichts gibt, wenn man die Gruppenstruktur erkennt, und das heißt, es kann keinen generischen Angriff geben, aber es kann natürlich einen nicht generischen Angriff geben. Das heißt, mit elliptischen Kurven ist, dass man zwei
Mit elliptischen Kurven kann man das irgendwie einfacher machen. Das heißt, sobald man es mit Computern macht, ist alles kaputt. Hey, thanks for the talk. Danke für deinen Vortrag. Meine Frage ist, glaubst du, dass einen Beweis im Zufallsorakelmodell zu führen wäre am Ende erweiterbar auf ein Verfahren, das weniger schadhaft als das Random Oracle Model ist? Ja, am Anfang beweist man normalerweise sein Modell im Random Oracle Model, aber wir haben die Resultate gesehen. Meistens muss man irgendwas ändern im Protokoll, um das Random Oracle Model zu entfernen, und das macht das sehr kompliziert und kann komische Eigenschaften hervorrufen. Does that answer your question? Yes. Then microphone 2 again, please. What's on the next slide? Was zeigt die letzte Slide? Das ist die Bonusfolie. I believe we have some time left. Ich glaube, wir haben noch Zeit, ja, 4 Minuten. Gut, das sollte genug sein. Hier kommt man häufig zur Idee, dass es irgendwie ein Sicherheitslevel gibt, der genug ist. Es gibt da einfach fundamental verschiedene Sachen von Sicherheit. Und das Erste, worüber Leute nachdenken, ist berechenbare Sicherheit. Das heißt, falls ich den Angreifer eine gegebene Anzahl an Zeit gebe, dann sollte es dem Angreifer nicht möglich sein, dass es Brute Force physisch nicht möglich ist. 128 Bit war vollkommen genug. Es gibt auch statistische Sicherheit. Das ist an sich viel besser. Hier ist nicht die Frage, wie viel Rechenkraft der Gegner hat, sondern wie viel Glück er hat. Und das ist eigentlich viel besser. Falls man eine 1 zu 1000 Chance hat, einen Schlüssel zu kriegen mit Brute Force, you still have to factor in that factor of once in a thousand. Das heißt, man kriegt die Schlüssel nur in einem Tausendstel der Fälle. Das heißt, vielleicht kriegen wir bloß 40 Bit von 40 Bits in statistischer Sicherheit kriegen. Das ist weniger, aber es ist vielleicht nicht furchtbar. Und Sicherheit, perfekte Sicherheit ist, es ist komplett sicher. Es ist vollkommen unmöglich zu brechen, selbst mit Glück nicht. Da gibt es für jeden Plaintext, für jeden Ciphertext gibt es einen Plaintext. Nee, für jeden Plaintext gibt es einen Schlüssel, der den Ciphertext in den Plaintext umwandelt. Ich denke, wir können noch eine weitere Frage nehmen. Nein, keine Fragen. Dann eine Runde Applaus für die beiden.